1522, deutsche Übersetzung, aber ich lade uns ein, Gottes heiliges, irrtumslose Wort aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Markus 7, die Verse 24 bis 30 wollen wir miteinander lesen. Markus 7, die Verse 24 und 30. Und diese gleiche Ereignis steht auch im Matthäusevangelium. Wir schauen da gleich nochmal drauf. Auch Matthäus 15, Verse 21 bis 28. Da wird zweimal über die gleiche Situation gesprochen, über dieses Ereignis. Ich wünsche mir, dass unser Herz hier unruhig wird und dass es schlägt und dass wir ganz neu staunen lernen, auch über diese Gnade Gottes. Wenn wir vor 2000 Jahren hier gelebt hätten in Spandau und der Herr Jesus wäre hierher gekommen und wäre in irgendein Haus gegangen und wir hätten gesagt, komm zu uns hier, erzähl uns was, dann hätte der Herr Jesus gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist die Situation, von der wir hier lesen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, dass wir hier im Jahr 2024 sitzen können und dass wir einen offenen Himmel haben. Lasst uns dieses Wort Gottes miteinander lesen. Von dort brach er, Jesus, auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er konnte nicht verborgen sein. Aber sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizerin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ich möchte noch einmal beten mit uns. Herr, was wir noch nicht wissen, das zeige uns jetzt. Was wir noch nicht sind, das schaffe in uns. Und was wir zum Leben im Alltag unserer Welt brauchen, das gib uns jetzt durch dein Wort und durch deine Gnade. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Das ist eine der außergewöhnlichsten Begegnungen, die Jesus Christus mit einem Menschen hatte. Für mich eine der eindrücklichsten Geschichten in der Bibel. Es ist die Geschichte der Gnade Gottes für die Heiden. Diese Geschichte ist der Grund, dass es niemanden in dieser Welt gibt, der sagen kann, der da oben interessiert sich nicht für mich. Und das ist eine ganz wichtige Lehrstunde auch für die Jünger Jesu, für den Dienst, für den der Herr sie vorbereiten wollte. Und ich habe das überschrieben, die Jesus-Mission. Die Jesus-Mission. Zwei Gedankengänge. Das eine, was lernen wir in diesem Bibelwort über die Mission von Jesus Christus, über diese Jesus-Mission? Wollen uns das einfach von dem Umfeld, in dem das hier geschieht, das etwas näher betrachten? Und das zweite, was lernen wir in diesem Bibelwort über das Evangelium Gottes, über den rettenden Glauben? Was ist rettender Glaube? Er brach von dort auf
und begab sich in die Gegend von Tyros und Sidon. Das ist geografisch jetzt ganz wichtig, dieses Gebiet, von dem uns hier berichtet wird, das ist die Gegend von Tyros und Sidon. Das ist nicht Tyros und das ist nicht Sidon, die beiden Städte, sondern es ist die Gegend. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung, wir sehen das gleich. Und das ist von Israel aus gesehen, ist das Heidengebiet, heidnisches Land. In Matthäus 15, in der Parallelbericht, da lesen wir, dass Jesus dieser Frau gesagt hat und laut und öffentlich gesagt hat, dass er nur gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sein Dienst war nur auf Israel ausgerichtet, auch geografisch auf dieses Gebiet und auf die Menschen, die dort leben, auf das Volk der Juden. Und Jesus Christus plant hier keine Heidenmission. Das ist kein Einsatz, sondern er tut hier etwas, um den Jüngern etwas zu zeigen, was für die folgenden Jahre und Jahrzehnte ihres Dienstes entscheidend wichtig ist. Die Tür, die Jesus Christus öffnet für die Gnade, für die Heidenvölker. Aber wir lesen hier, dass er dahin geht und er wollte, dass niemand es erfuhr. Das ist also das Gegenteil von Mission. Du planst irgendwo einen Einsatz, gehst irgendwo hin und versteckst dich. So kommt Jesus an diesen Ort. Die Jünger haben gesagt, das ist schön, mal raus zu sein aus dem Alltag und diese Gegend dort, das ist, man spricht da von der Schweiz im Libanon, von diesem Gebiet. Eine herrliche Landschaft, ein herrliches Gebiet. Die Jünger waren froh, und mal Ruhe zu haben. Und sie gehen dorthin und er wollte, dass niemand es erfährt. Das steht hier. Aber da steht auch, und er konnte nicht verborgen sein. Er konnte nicht verborgen sein. Da, wo der Herr hinkommt, da passiert etwas in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Da, wo Gottes Wort hinkommt, da passiert etwas. Ganz egal, was wir planen. Und zunächst erscheint das so, dass das, was der Herr Jesus hier tut, dass das eine eindeutige Ablehnung der Heidenmission ist. Und auch als diese Frau zu ihm kommt, von der wir hier lesen, dass eine Frau von ihm hörte, die ja scheinbar schon etwas anderes über Jesus gehört hatte, und als sie das hört, kommt sie dorthin. Aber selbst als sie kommt, wehrt Jesus jeden Kontakt und jede Hilfe ab. Und er macht das auch mit Worten deutlich. Matthäus schildert diese Begegnung, wenn wir das mal, wir müssen das aufschlagen, diese Parallelstelle, Matthäus 15, wo das sehr, sehr eindrücklich geschildert wird. Im Judentum waren und sind Hunde unrein. Das ist eine der schlimmsten Schimpfworte, die man sagen kann, du bist ein Hund. Niemals würde ein Jude einen Hund in seine Wohnung tun. Wir leben in einer völlig anderen und teilweise auch verdrehten Gesellschaft. Und von daher ist das jetzt, was der Jesus hier sagt, das ist wirklich ablehnend. Wenn wir Matthäus 15 lesen, Jesus ging von dort weg, ab Vers 21, zog sich in die Gegenden von Tyros und Sidon zurück und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach,
Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wenn ich diese Geschichte lese, wie eine Frau mit diesem großen Leid zu Jesus kommt und schreit ihre Not heraus und Jesus schweigt. Jesus sagt kein Wort. Und als sie vor ihm hinfällt und wieder schreit und alle bekommen das mit, da sagt Jesus etwas sehr Abfälliges. Und er bezeichnet diese Frau mit ihrer Not als einen Hund. Mit dir habe ich nichts zu tun. Wenn ich diese Geschichte lese, da rufe ich, da schreie ich, wo ist mein Jesus? Wo ist mein Heiland? Wir haben uns daran gewöhnt, dass Jesus so, ja, er ist einfach immer da. Ja, er macht alles für uns, alles schon richtig. Hat für alles Verständnis. Hier begegnet eine Heidin, wie sie im Bilderbuch steht, wie sie grundsätzlich schlimmer nicht mehr sein kann von ihrer Abstammung, von ihrer Herkunft. Sie begegnet dem Sohn Gottes, dem heiligen Gott. Und dieser Gott sagt, nein, du bist draußen. Wer sind wir Menschen, dass wir sagen können, ja, Gott muss sich ja für uns interessieren. Ja, Gott muss uns ja retten, wenn wir das wollen und wenn wir zu ihm kommen. Hier macht der Herr Jesus etwas deutlich, was ganz, ganz wichtig ist für unseren Glauben. Und hier lehrt uns der Heilige Geist, wie Gottes Gnade zu den Heiden kommt. Hier geschieht das, was später in der Reformationszeit theologisch ausgedrückt wird, mit der Rechtfertigung allein durch den Glauben. Das kann man hier buchstabieren. Rechtfertigung allein durch den Glauben. Was hier passiert, das ist nicht zufällig. Und Markus und auch Matthäus berichten das und stellen das in einen ganz eindeutigen Zusammenhang. Wenn ihr eine Bibel vor euch habt, könnt ihr das sehen, wenn ihr nochmal zurück zum Markus-Evangelium, um was an der Stelle zu sehen. In Markus 5, Vers 1, da ist Jesus im Land der Gerasener, das war auch heidnisches Gebiet, und die Begegnung mit einem Mann mit einem unreinen Geist geschieht dort. Und dann im Vers 20 wird uns berichtet, wie dieser Mann in diesem 10-Städte-Gebiet, wie er herumgeht und erzählt, was Jesus getan hat, und die Leute wunderten sich. In Markus 7, Vers 15 bis 23, dieser Abschnitt, der unserem Text unmittelbar vorausgeht, da macht der Herr Jesus seinem Volk deutlich, dass es ihm nicht um die äußerliche Unreinheit geht, sondern dass alle Menschen Sünder sind, allein aufgrund ihres Herzens. Das sagt Jesus das im Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen, und dann zählt er das auf. Und diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Und diese Diagnose Jesu hat eine massive Auswirkung auf die Bedeutung der ganzen Zeremonialgesetze Israels. Und die scharfe Unterscheidung und Trennung zwischen Juden und Heiden. Für die Juden war das eindeutig klar, wer drinnen ist und wer draußen ist. Und Jesus lehrt sie hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann gibt es noch den zweiten Zusammenhang, der ja auch nicht zufällig hier erscheint. In Markus 6 lesen wir, diesem Abschnitt, unserem Abschnitt vorausgeht, dass Jesus 5000 Männer in Galiläa, das war jüdisches Gebiet,
mit Brot versorgt. Die Brotvermehrung der 5000 in Galiläa. In Markus 8, das ist nach unserem Abschnitt, da lesen wir von der Brotspeisung der 4000 Menschen im 10-Städte-Gebiet. Das war heidnisches Gebiet. Hier ist zweimal geht es um eine Brotvermehrung. Und Brot war und ist immer ein Bild für die Segnungen des Messias. Und jeder Leser und jeder, der das mitbekommen hat, der dabei war und auch als Jesus mit seinen Jüngern in dieses Gebiet von Tyros und Sidon ging, erinnerte sich an die Geschichten, die man in der Sonntagsschule gelernt hatte und gehört hatte. Und das, jeder Leser wusste die Geschichte aus 1. Könige 17. Das ist die Geschichte Elias. Und er kam genau in dieses Gebiet von Sidon und Tyros. Und auch dort wurde ein Brotwunder gewirkt. In 1. Könige 17, 8 und 9 heißt es, da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Zarpat lag zwischen Sidon und Tyros. Deshalb steht hier, er ging in das Gebiet von Tyros und Sidon. Jesus kommt an den gleichen Ort, wo Jahrhunderte vorher ein Mann Gottes von Gott hingeschickt wird in dieses heidnische Gebiet, damit diese heidnische Frau ihn, den Propheten Gottes, mit Brot versorgt. Und jetzt, Jahrhunderte später, kommt der lebendige Gott, kommt Jesus Christus in das gleiche Gebiet. Und es geht wieder um eine Versorgung. Es geht wieder eingebettet um dieses Wunder der Segnung des Messias. Zarpat liegt 14 Kilometer südlich von Sidon und ungefähr 22 Kilometer nördlich von Tyros. Und das ist so schön zu sehen, wenn man das liest, wie Elia dorthin kommt, wie er diese heidnische Frau um Brot bittet und Gott tat das Wunder der Brotvermehrung und macht den Sohn der Frau, als er plötzlich stirbt, wieder lebendig. Ich hatte früher eine Schallplatte zu Hause. Ihr wisst noch vielleicht, was eine Schallplatte ist. Hermann Schulte Verlag waren die biblischen Geschichten. Ich erinnere mich noch gut an diese Geschichte. Und jetzt steht diese heidnische Frau hier am gleichen Ort und bittet Jesus um Brotkrümel und Jesus heilt die Tochter dieser Frau. Das ist nicht zufällig. Das ist Gottes Regie, das ist Gottes Plan. Und diese Verbindung, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist doch zufällig. Aber Jesus selbst hat diese Verbindung herausgestellt und die war ihm wichtig. In Lukas 4, Vers 24 bis 28, da wird berichtet, wie Jesus in seine Heimatsynagoge kam. Und dann heißt es, er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Jesus selbst hat diese Geschichte erzählt. Und er geht jetzt ganz bewusst an diesen Ort. Und Jesus lehrt hier seine Jünger und er zeigt es uns, dass wir als Heiden, dass wir Kinder der Verheißung werden können. Dass wir Kinder der Verheißung, dass sie denen gegeben wird, die der Herr am Herzen hat. Als er die Segensverheißungen ausgesprochen hat an Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Der Sinai-Bund wurde 430 Jahre später gegründet. Und hier erfüllt sich diese Segenszusage an Abraham. Und das ist Jesus Christus sehr wichtig. Und das war ihm wichtig, um seinen Jüngern zu zeigen, dass sie in die Welt hinausgehen sollten, um Menschen einzuladen.
Und Jesus macht das deutlich gemacht, dass das das Ziel ist des Kommens, dass nicht nur Menschen aus dem Volk Israel gerettet werden, das Heil kommt von den Juden, sondern dass Menschen aus allen Völkern dieser Erde einmal vor dem Thron Gottes stehen werden. Jeder ist eingeladen. Und Epheser 1 und 2 macht dieses Wunder ja deutlich. Diese Stadt Tyros ist in Israel verbunden gewesen für den abscheulichsten Götzendienst. Aus Tyros kam Isabel. Isabel war die Person, die den ganzen Baalskult und all das Gottlose in das Volk Gottes hineingetragen hat, in das Nordreich. Und ließ die wahren Propheten Gottes in Israel töten. Und Isabel wird immer wieder auch genannt als die Verführerin, als die so viel Unheil bringt. Elmira hat das eben erzählt, wenn man umgeben ist nur von feindlichen Nationen. Wenn man jeden Tag, wenn man will, man muss ja nicht die Zeitung lesen, man muss ja nicht Nachrichten immer hören, aber wenn man das hört, hört man jeden Tag von seinen Nachbarn, dass sie einen vernichten wollen. Wird jeden Tag in Frage gestellt, ob Armenien überhaupt dort überhaupt leben darf. Und vieles ist ja schon vertrieben worden. Und wie sieht man, welchen Blick hat man auf seine Feinde? Welchen Blick hat Gott, der Herr, auf Menschen, die ihm ins Gesicht spucken, die mit ihrem ganzen Leben einfach im Götzendienst leben? Welchen Blick hat Gott, der Herr, für unsere Welt, für Berlin, für Standau, für die Menschen, die hier leben? Das ist eine entscheidend wichtige Frage, mit welchen Augen wir Menschen begegnen. Und ob wir noch staunen können über diese Gnade Gottes. Jesus Christus ging ganz bewusst aus Israel in dieses heidnische Gebiet, um seinen Jüngern seine Jesus-Mission zu offenbaren. Es gibt niemanden in der Welt. Es gibt auch niemanden heute Morgen hier, dessen Sünde größer ist als die Barmherzigkeit Gottes. Und auch für dich gilt diese Barmherzigkeit Gottes, von der wir von Anfang an gehört haben in den Liedern und gesungen haben. Von diesem Jesus Christus, der sein Leben auf Golgatha gegeben hat. Das Zweite, was lernen wir hier über diesen rettenden Glauben? Was heißt das eigentlich, richtig glauben? Ich habe in der letzten Zeitschrift, die Ausgabe liegt hier vorne im Raum, könnt ihr gerne mitnehmen, habe ich vorne einen Artikel geschrieben unter dem Stichwort Kommen Christen in den Himmel? Kommen Christen in den Himmel? Und das ist keine Spielerei, sondern das ist eine sehr wichtige Frage. Was rettet uns? Wer rettet uns? Und ich habe da geschrieben, dass es im Himmel keine Baptisten gibt und keine Gemeinschaftsleute und keine Methodisten und keine Mennoniten und keine Lutheraner und keine Reformierten und keine Katholiken und keine Orthodoxen. Das gibt es im Himmel nicht. Was rettet uns? Hier können wir zurückgehen und hier sehen wir, was rettender, was echter Glaube ist, was Rechtfertigung durch den Glauben bedeutet. Hier spricht in Markus 7, spricht Jesus, in Matthäus 15 steht eine Kanaanäerin, eine Syro-Phönizierin, eine griechisch sprechende ausländische Heidin. Also diese Kombination, Kanaanäerin, Syrerin, Phönizierin, das ist, schlimmer geht nimmer. Wenn der Apostel Paulus gesagt hat, ich bin ein Hebräer von Hebräern, dann war diese Frau eine Heidin von den Heiden. Das war wirklich alles zusammen.
Und sie gehörte zu der Gruppe von Menschen, die außerhalb des Bundes Gottes mit dem Volk Israel, das heißt getrennt von den Verheißungen, getrennt von Jesus lebte, ein Leben ohne Hoffnung. So lebt jeder Mensch in dieser Welt, getrennt von Gott, getrennt von den Verheißungen Gottes. Und nun steht Jesus Christus vor dieser Frau. Oder diese Frau steht vor Jesus. Ich liebe diese Berichte in den Evangelien, wie, auf welche Weise Menschen, ganz normale, einfache Menschen, Jesus begegnen. Zu manchen Menschen ist Jesus hingegangen. Andere sind zu Jesus gekommen. Und ich liebe diesen Moment, wenn sich Jesus Christus, der lebendige Gott und der sündige Mensch, wenn die sich begegnen. Und wir haben das eben gelesen in Matthäus 15, wie dramatisch diese Begegnung abläuft. Wie diese Frau schreiend auf dem Boden liegt und einfach nur sagt, erbarme dich meiner. Es ist für mich schier unerträglich, als unsere Kinder klein waren und die Schmerzen hatten, krank waren oder irgendwas Schlimmes ist und ein Kind schreit und du stehst daneben und machst einfach nichts. Das halte ich nicht aus. Ich kann das auch nicht mit ansehen, was Menschen an Kindern anrichten. Und diese Situation, die muss man lesen, bis einem die Tränen kommen. Dass hier Jesus Christus vor dieser auf der Erde liegenden Frau liegt, steht und einfach schweigt und einfach nichts macht. Ihr Lieben, das ist ein Gefühl, das ist eine Situation, die wir alle erleben müssen, bevor wir diese Gnade Gottes erkennen. Das ist die Situation, die wir haben, wenn wir zu Gott kommen. Und das tut weh. Diese Frau, diese Heidin fällt hier vor Jesus nieder und sie nennt ihn Herr, Kyrios. Diese Anrede wird im Markus-Evangelium nur an dieser Stelle gebraucht. Herr. Matthäus schreibt, dass dieser Heidin Jesus dreimal als Herr Sohn Davids anredet. Das ist der messianische Titel. Matthäus 15, 22, Vers 25 und Vers 27. So ruft sie zu dem Herrn Jesus. Herr Sohn Davids. Petrus war dabei. Der hatte bis zu diesem Augenblick den Herrn Jesus noch nie so angesprochen. Das Bekenntnis des Petrus, dass Jesus der Herr ist, kommt erst danach. Petrus hat von dieser heidnischen Frau diese Anrede gehört. Und bei diesem Bekenntnis dieser Heidin gibt es einen Unterschied zu der anderen Geschichte in 1. Könige 17. Einen entscheidenden Unterschied. Da hat die Frau, diese heidnische Frau, zu Elia gesagt, so wahr dein Gott lebt. Und hier sagt diese Heidin, mein Messias, mein Herr. Mein Messias, mein Herr. Sie sagt dieses Bekenntnis, bevor sie dieses Wunder der Befreiung ihrer Tochter erlebt, der Heilung erlebt. Diese Heidin setzt ihre ganze Hoffnung auf Jesus. Und sie bittet Jesus um die Rettung ihrer Tochter. Erbarme dich meiner, Herr Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Was für eine Verzweiflung. Was für ein Glauben. Was für eine Hoffnung. Wenn ich diese Geschichte lese und ich mir das vorstelle, was bedeutet diese Mutter für dieses belastete Kind, für dieses kaputte Kind, für diesen gebundenen Menschen. Was bedeutet das, von Dämonen besessen zu sein? Und was bedeutet es, eine Mutter zu haben, die zu Jesus kommt und die zu Jesus schreit?
Was bedeutet eine betende Mutter, eine betende Oma, eine betende Bekannte für einen Menschen, der belastet ist? Was ist das, allein diese Stelle, für ein Aufruf für uns, der Fürbitte einzutreten für die Not anderer? Und was für einen Glauben sehen wir hier? Äußerlich spricht alles gegen diese Frau. Aber diese Frau gibt Jesus recht. Und wenn ihr das hier nochmal lest in Markus 7, es gibt ein kleines Wort. Es gibt ein kleines Wort in dieser Antwort Jesu, wofür die Frau der Himmel aufgeht. Jesus Christus sagt hier, er sprach zu ihr, Vers 27, lasst zuerst die Kinder satt werden. Denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Lasst zuerst die Kinder satt werden. Und als die Frau das hört, sagt sie, ja, ja, Herr, ja, zuerst die Juden, ja, zuerst das Volk Israel. Aber du hast zuerst gesagt, da geht eine Tür auf. Wenn es ein zuerst gibt, dann gibt es auch ein danach. Und ich bin das danach. Ja, tu dein Werk unter deinem Volk. Aber dann denk an mich. Dann bin ich dran. Was ist das? Was ist das für ein Glauben? Was ist das? Was ist das echter Glaube? Was ist rettender Glaube? Was ist gerechtfertigt werden durch den Glauben, den allein der Herr bewirkt? Diese Frau hier erlebt die rettende Gnade Gottes. Sie weiß, dass sie nicht zu Gottes Bund mit dem Volk Israel gehört. Ich weiß nicht, ob sie die Verheißung Gottes an Abraham kannte. In dir sollen gesegnet werden alle Völker dieser Erde. Ich weiß es nicht. Aber sie weiß, dass sie eine verlorene Heidin ist. Sie weiß, dass sie eine Sünderin ist. Und diese heidnische Frau spricht das rettende Bekenntnis vor dem Retter aus. Ja, Herr, du bist nur zu dem Volk Israel gesandt, aber wir sind hier in der Gegend von Tyros und Sidon. Ja, du bist nur dahin gesandt, aber wir sind hier in Spandau. Du bist hier. Du redest hier. Du redest hier mit Menschen, die eigentlich nicht dein Volk sind. Und das ist das, was geschieht heute, da wo wir Gottes Wort hinbringen. Da kommt Gottes Gnade hin. Und da passiert etwas, da wo ihr Gottes Wort weitergebt, wo ihr es verschickt, wo ihr mit Menschen sprecht. Egal ob in Armenien oder in Deutschland oder wo auch immer. Da geschieht etwas, was wir im ersten Moment nicht wahrnehmen. Für uns ist das einfach nur ein Wort. Für uns ist es manchmal einfach eine Begegnung, wo ich denke, ja, das hat ja auch niemanden was gebracht. Man könnte, wenn man über Mission spricht, über die Schriftenmission, über die Mission für Südosteuropa, man könnte auch von Kostenfaktoren sprechen. Lohnt sich der Einsatz? Lohnt sich die Zeit, die Kraft, das Geld? Aber wir tun das, weil der Herr diese Verheißung geschenkt hat. Und weil da, wo das Wort Gottes hinkommt, der Herr selbst hinkommt. Und da geschieht etwas. In der Bibel steht so oft, das Wort des Herrn geschah. Für mich ist das ein gesprochenes Wort. Aber vom Herrn her ist das eine Tat Gottes. Da geschieht etwas, da passiert etwas. Und es gibt niemanden, dem diese Gnade nicht gilt. Gott bietet uns Menschen seine Gnade an. Jesus Christus ist in unsere Welt gekommen, um Sünder zu suchen, Sünder zu finden und Sünder zu retten. Es gibt einen Satz, und damit möchte ich zum Schluss kommen, den höre ich nicht so gerne, der wird oft gesagt, aber ich, je länger ich darüber nachdenke, empfinde ich den als verdreht. Diesen Satz, Gott liebt dich, weil du ein Sünder bist. In meiner Bibel steht, Gott liebt dich,
obwohl du ein Sünder bist. Gott liebt dich, obwohl du ein Sünder bist. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ist uns bewusst, dass wir alle, die wir heute Morgen hier sind, verloren sind, wenn Jesus Christus nicht am Kreuz auf Golgatha für unsere, für deine und meine Sünden gestorben wäre? Ist uns allen bewusst, dass wir keinen Moment leben könnten mit diesem Gott, wenn dieser Jesus Christus nicht jetzt am Thron Gottes für uns eintritt? Er betet für dich und mich. Mein Name steht auf der Fürbitteliste des Herrn Jesus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ihr Lieben, lasst uns das nicht vergessen. Und lasst uns keinen Tag leben ohne das Bewusstsein, dass wir noch Sünder sind. Und dass wir angewiesen sind auf diese Erbarmen, auf diese Gnade, auf diese Barmherzigkeit Gottes. Und wenn wir uns das Tag für Tag bewusst machen, dass Gottes Gnade jeden Morgen für mich neu da ist, dann kann ich auch die Menschen, denen ich begegne, anders begegnen. Dann kann ich sie anders anschauen. Und dann kann ich das Leben, was unsere Geschwister in Armenien, die von außen so bedrängt werden, verachtet werden, dass sie zu ihren Feinden hingehen und sagen, dieser Jesus ist nicht nur für Armenier da, der ist für jeden gekommen. Und diese Geschichte hier, die ermutigt mich so sehr, an dieser Mission Jesu dran zu bleiben. Jesus hört die Worte dieser verzweifelten Frau. Jesus sieht das äußere Verhalten dieser Frau, wie sie vor ihm hinfällt. Jesus sieht das Herz der verzweifelten Frau. Und Jesus Christus schenkt dieser Frau und ihrer Tochter sein Erbarmen und heilt das Kind. Er heilt die Tochter, ohne selbst hinzugehen. Das hat er, wie wir das in den Evangelien lesen, nur bei Heiden so gemacht. Dass er Menschen geheilt hat, ohne hinzugehen. Nur bei Heiden hat er das gemacht. Und Jesus lobt den Glauben dieser verzweifelten Frau. Und Jesus sagt dieser Heidin etwas, das er niemals zu jemandem in seinem eigenen Volk gesagt hat. Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Und das ist der rechtfertigende Glaube. Nicht das, was wir sind, was wir tun, sondern dass wir unser ganzes Vertrauen einzig und allein auf das Werk unseres Herrn Jesus Christus setzen. Das ist der Glaube, der rechtfertigt. Das ist der Glaube, der heiligt. Das ist der Glaube, der uns nach Hause bringt. Und der uns im Frieden mit Gott leben lässt und sterben lässt. Dieses Evangelium, dass Christus sein Leben für unsere Sünden gegeben hat, ist unser einziger Trost im Leben und auch im Sterben. Und ich danke Jesus, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Und ich danke Jesus, dass ich Teil dieser Geschichte sein darf. Ich weiß nicht, warum er mich liebt. Ich weiß nicht, warum er mir seine Gnade schenkt. Aber ich weiß, wer dieser Jesus ist. Und ich weiß, dass es in unserer Welt noch so viele Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Noch nicht kennen können. Weil auch noch niemand zu ihnen gekommen ist. Wir müssen das Wort Gottes zu allen bringen und Jesus Christus liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Und dieser rettende Glaube geschieht, ich sage es nochmal, wenn wir einzig und allein unser Vertrauen auf dieses vollkommene Heilswerk Gottes auf Golgatha setzen. Amen. Amen. Wir beten und stehen dazu auf.